Man kann auch von niemandem verlangen, dass er sich für irgendjemanden oder irgendeine Sache selbst opfert. Es ist einfach zu viel verlangt. Man kann auch niemanden zwingen, sich in einen selbstlosen Helden zu verwandeln. Das alles ist logischerweise Unsinn. Und das müsste nebenbei bemerkt eigentlich völlig klar sein, dass man vernünftigerweise niemanden zwingen kann, sich selbst zu schaden für irgendwen oder irgendwas. Das ist eigentlich nur recht und billig. Wenn jemand eine große Liebe in sich hat, dann steht es ihm natürlich frei, sich eben freiwillig aufzuopfern für zum Beispiel eine andere Person oder für etwas, das er für eine gute Sache oder für das Richtige hält. Dann gehen Sie am besten gleich zu den Waffenkonzernen als Mitarbeiter, weil das ist krisensicher. Jeder Krieg ist für die ein Leckerbrötchen und der Wiederaufbau danach für gut 200 Firmen ditto. Aber keiner tut irgendetwas in der Welt und sagt dir, bitte mach mit, dies oder jenes sollte getan werden, weil es das Falsche ist. Jeder wird immer sagen, es sollte getan werden, weil es das Richtige ist. Trotzdem wird von vielen Falsches getan. Und die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Nicht, wenn man nur erstmal zusätzliche Informationen bekommt, Hintergrundinformationen oder auch nur zusätzliche Perspektiven einnimmt bzw. mit einberechnet, andere Betrachtungsweisen. Das ist für mich eine massive Doppelmoral, dass du hier mit so einer schönen, opportunen Story um die Ecke Nee, nee, kommst von nee. ihm. Da erzählt dir einer, er ist Vegetarier und sogar vegan und predigt dauernd davon. Und dann siehst du ihn zufällig in der Stadt, wie der aus dem Steakhouse rauskommt oder eine Pizza zum Mitnehmen durch die Gegend trägt. Klar, vielleicht hat er da nur jemanden getroffen oder bringt jemandem was mit oder so. Aber man sollte in Bezug auf Gesagtes nie so einen starren Glauben haben. Tja, oder wenn jemand immer ganz freundlich mit einem redet, aber dann hintenrum über einen rumlästert, oder jemand predigt Gesichtsbedeckung und hält sich eindeutig selber nicht dran, und all solche ernsten Hinweise auf Doppelmoral, Doppelstandards und reine Fassade für die Interessenverfolgung, all solche ernsten Hinweise sind ernst zu nehmen. Da gibt es einen Spruch dazu, von Schopenhauer war das, glaube ich, und zwar, wer im Kleinen schon rücksichtslos ist, der wird im Großen dann ruchlos sein. Das war jetzt sinngemäß zitiert. Also es sind oft nur kleine Hinweise, die man bekommt, aber die sind absolut ernst zu nehmen, denn die sind oft nur wie die Spitze von einem Eisberg oder eben die Spitze einer Pyramidenstruktur. Also da hängt oft noch viel, viel mehr dran, ein ganzer Komplex, beziehungsweise es steckt eben System dahinter. Fazit: Solche Hinweise, Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten etc. pp. Sind vernünftigerweise immer sorgfältig zu überprüfen und als Warnzeichen bei jeder Bewertung immer unbedingt mit einzuberechnen. Und von endgültig abgeschlossenen Bewertungen ist eigentlich auch immer abzuraten. Sobald das Denken des Menschen den Pfad der Logik verlässt und sich auf das unsichere Gebiet der Interpretation begibt, sollte es eigentlich immer nur bloß vorläufige Arbeitshypothesen geben, die dann gegebenenfalls auch mehrfach nachgebessert werden. So. Seit ihrer Corona-Impfung ist für Silvia Sander aus Radeberg nichts mehr, wie es war. Wegen schwerer Entzündungen muss sie nun täglich Cortison nehmen. Die Symptome traten wenige Tage nach der ersten Impfung auf, die sie gemeinsam mit ihrem Mann im Mai letzten Jahres bekommen hatte. Ihr Zustand verschlechterte sich rasant. Ich konnte meine Arme nicht mehr anheben. Ich konnte mich auch nicht mehr bücken. Ich konnte die Strümpfe und Schuhe nicht mehr anziehen. Und wahnsinnige Schmerzen. Ne? Die 71-Jährige kam in die Notaufnahme hier in der Uniklinik Dresden. Nach intensiven Untersuchungen stand die Diagnose fest: Polymyalgia rheumatica, eine Autoimmunerkrankung. Die Schmerzen, die sind ja immer da. Die werden besser durch diese Medikamente, aber verschwinden nicht ganz. Ne? Und da muss ich sagen, das ist natürlich sehr unangenehm schon. Und damit muss ich jetzt leben.